So, liebe Weinfreunde, hier haben wir einen Spätburgunder aus dem Hause der Wolf, das Weingut von 2019. Der Spätburgunder gehört zu den Königinnen der Weine, der Rotweine im Besonderen. Im Rheingau ist der Spätburgunder quasi heimisch, wird häufig ausgebaut. Was wir hier im Glas haben, ist ein Weißherbst, also ein Spätburgunder, der auf der Maische nur angeboren wurde. Dadurch hat er nur einen leichten Farbaustrag und wir erhalten diese herrliche lachsfarbene Roséfarbe im Glas. Der Wein besticht durch einen sanften, feinen Duft und durch eine schöne Frucht. Er wurde mit 12 Gramm Restzucker ausgebaut, hat eine Säure von 6,5. Dementsprechend eignet sich dieser Wein hervorragend für die Terrasse, auch zu leichten, weißen Speisen oder Spargelgerichten oder einfach nur zu zweit gemütlich auf der Terrasse in der Sonne. Zum Wohl!